Therapiebegrenzungen am Lebensende sind häufige, aber oft schwierige Entscheidungen für alle Beteiligten. Sie werden im klinischen Alltag oft erst spät im Krankheitsverlauf des Patienten getroffen und auch nicht immer mit ihm besprochen. Dabei ist eine solche Diskussion wichtig, um eine realistische Krankheitsverarbeitung zu ermöglichen und letztlich Übertherapie zu vermeiden. Wir haben in der von der Deutschen Krebshilfe geförderten EPAL-Studie bei über 1000 Patienten mit onkologischen und hämatologischen Erkrankungen untersucht, wie oft Therapiebegrenzungen getroffen werden und wann die Entscheidung dazu fällt. Und das haben wir vor und nach der Implementierung einer Ethikleitlinie an der Medizinischen Klinik 3 des Uniklinikums München gemessen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Ethikleitlinie sensibilisieren konnte für diese schwierigen Entscheidungen. Zum Beispiel wurden Patienten häufiger in eine palliative Versorgung verlegt. Keine Auswirkung hat die Leitlinie bisher in Bezug auf den Zeitpunkt der Entscheidungen. Unseres Erachtens bedarf es hier eines langfristigen Umdenkens hin zu einer wirklich vorausschauenden Behandlungsplanung gemeinsam mit dem Patienten. Und weil das für alle Onkologen von Interesse ist, stellen wir unsere Ergebnisse auf dem Deutschen Krebskongress 2018 vor und möchten sie gerne diskutieren.